Yo Boxers, was geht ab? Hier ist wieder und heute eine Spezialfolge. Wir haben uns ein neues Format ausgedacht. Nur für euch, es gab es noch niemals vorher hier auf YouTube. Wir sind wirklich die allerersten. Hast du gespuckt? Umschreiben! Funktioniert so, es gibt Worte, die werden umschrieben. Wir müssen raten, welche Worte gesucht sind. Und weil wir das nicht selbst machen können, haben wir den vielleicht besten Quizmaster der ganzen Welt. Komm ins Bild. Reicht, danke. Patrick ist der allergrößte Typ der Welt. Er sieht nicht nur unfassbar gut aus, er hat auch noch wirklich den besten Kino-YouTube-Kanal der ganzen Welt. Okay, krass. Also du machst Jay und Ari, ja? Nein, ohne Scheiß. Schaut euch den Kanal an. Link ist hier in der Beschreibung. Dann seht ihr vielleicht auch sein Gesicht. Wahnsinnig hübscher Typ. Ja, wow. Können wir einfach nicht ins Bild lassen hier, weil sonst sind wir nur noch Platz 2 und 3. Also, labern wir noch ein bisschen oder geht's los? Los geht's. Die Regeln sind folgende. Ich werde euch Begriffe umschreiben. Ihr müsst die erraten, aber ihr müsst sie auch genau so nennen, wie ich sie hier aufgeschrieben habe. Guck mich die ganze Zeit an. Guck mich an. Ist doch hier abgekartet. Bisher bin ich ungeschlagen übrigens. Wow. Es gibt so etwas, das macht man, wenn man Kind ist, total oft. Sandkastenspiel. Da gibt's ja so ein... Baggerspiel. Rutsche. Matchbox-Auto-Spiel. Es gibt ja Sportunterricht und Trampolinspringen. So. Und da gibt's halt so eine Bewegung, die man macht. Spagatbaum! Putzelbaum! Es ist Putzelbaum! Was ist eigentlich der Einsatz hier, die Bestrafung? Es gibt keine. Doch, es gibt eine Monsterschelle. Haben wir vorher festgelegt, werden wir auch durchziehen. Zweiter Begriff. Ist eine Plage. Also vor allem, wenn man im Urlaub ist, dann geht einem das... Fliegenplage. Mückenplage. Das sind so Tiere, die Russen. Die nerven. Steckmücken. Ja, fast. Steckmückenplage. Schnakenplage. Du solltest dir vielleicht mal die Regeln in den Kopf rufen. Steckmückenplage, sag ich doch. Die ganze Zeit. Schnake. Und nee, das sind nicht so viele. Denk mal, Stechmücke. Ja, genau. Stechmücke in der Anzahl. Alter! Wow! Wegen Einzahl, Mehrzahl! Oh, krass. Okay. Wow. Aber Regeln sind Regeln. The Regeln sind the Regeln. Bei der Post, da müssen diese Postbeamten, die dann hinter dem Schalter stehen, die machen ja immer irgendwas. Ja, und da gibt es auch verschiedene, wenn du an einen Regenbogen denkst und das jetzt mit einem Postbeamten kreuzt, der da hinter der Theke steht, dann benutzt er für verschiedene von denen, die du gesagt hast. Stempelkissen. Womit macht er das denn? Stempelkissen. Wo drückt er das denn im Endeffekt rein? Stempelkissen. Woraus besteht denn dieses Stempelkissen? Was ist denn da drin? Stempelfarbe. Stempelfarbe? Ja, Stempelfarbe ist es. Du hast es dir gerade ausgedacht. Zwischendrin hast du das geändert. Ich hab's doch gemerkt. Ist das Stempelfarbe? Wenn du das mit einem Regenbogen kreuzt, willst du mich verarschen. Was ist denn das für eine Kacke? Wenn du den Postbeamten mit einem Regenbogen kreuzt, dann weißt du, was das Wort ist. Deine Mutter. Ich bin ja ein ziemlich voller Mensch, wie ihr vielleicht wisst. Und ich hab's zu Hause nicht. Und deswegen ist für mich eigentlich immer so eine lästige Haushaltsarbeit, die man so macht, wenn man sich... Staubsauger. In dieses Gerät musst du noch was ganz Bestimmtes rein. Staubsauger. Spülmaschinentabs. Perfekt. Oh. Willst du mich verarschen? Okay, die beiden sind zusammen hier im Auto hergefahren. Ich schwöre, da war nichts. 3-1 für Nick. Also Leon muss sich mal ein bisschen ins Zeug legen. Fünfter Begriff. Man hat das eigentlich gar nicht mehr so klassisch. Früher, wenn man so die Oma besucht hat, dann musste man da offen... Ja, wenn einen die Oma besucht hat. Also wenn ich die besagte Oma besuche, dann musste ich mir das oft angucken und das hat aber heutzutage keiner mehr. Man macht das eher online und legt es in der Cloud ab. Otto-Katalog. Was denn? Den lade ich immer in die Cloud. Den lade ich in die Cloud. Diaprojektor. Was? Ich weiß, Fotobuch. Ja, nicht, Fotobuch. Nicht ganz. Also es ist etwas... Fotoalbum. Ja, richtig. Was ist denn da los? Boah, ich hasse es. Das läuft gut, Patrick. Leon, das muss halt der genaue Begriff sein, ne? Fotobuch, Fotoalbum, boah. Nächstes. Es gibt ja so Leute, die sind jetzt nicht so an Gas angeschlossen und die benutzen dann eher was anderes. Benzin, und Brennholz. Da muss man Kaminholz. Etwas, Kaminholz ist es. Okay, das nächste Wort ist der Hammer und es gibt 2 Punkte, weil es wirklich schwer ist. Wie nennt man denn so das, wo man so rumläuft und wo man so die ganze Zeit sich drauf befindet? Fußboden. Ja, das ist schon, Fußboden mal, ist schon mal gar nicht so verkehrt. Fußbodenparkett. Fußbodenheizung. Hör doch einfach auf, Dinge reinzurufen, weil du wirst nicht drauf kommen, was dieses Wort im Endeffekt ergeben wird. Es besteht aus vielen Wörtern. So, merkt ihr dieses Wort und... Fußbodenschoner Teppich.
Beruhig dich. Es gibt auch so ein Gerät, wenn man damit über Holz fährt, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass man sich einen Splitter in den Finger haut. Fußbodenschleifmaschine. So ein Ort, wo es mehrere davon gibt und da kann man die sich holen und bringt Schleifmaschinen Hersteller und bringt sie dann auch wieder zurück. Fachgeschäft. Fußbodenschleifmaschinenverleih. Richtig. Die ist echt so behindert im Mongo, ist echt. Bevor ihr mir jetzt aber vorwerft, hier irgendwelche blöden Begriffe zu erfinden oder so, das gibt's wirklich. Dann ist da nicht mehr einzuholen. Fehlt nur noch eins. Abonniert diesen Kanal.